Wir sind Gottlob noch ein ganzes Stück von den sächsischen Verhältnissen entfernt. Der Brand hier, sollte es sich um eine Brandstiftung handeln, ist das schwerste Vorkommnis in Brandenburg seit vielen, vielen Jahren. Ich möchte sogar sagen, seit Jahrzehnten. Und wir werden alles daran setzen, die Landkreise sowie auch die Brandenburger Polizei und die Justiz, dass dies nicht zu einer Serie wird, sondern dass es wirklich, wenn es sich um Brandstiftung handelt, um eine Einzelaktion handeln wird. Wir werden jetzt alles tun, wir ermitteln in alle Richtungen und falls Sie fragen sollten, konkrete Ansätze zu einem Tatverdächtigen liegen im Moment noch nicht vor. Wir werden aber alles daran setzen, die Täter schnellstmöglich zu ermitteln, denn ich denke, so etwas können wir in dieser Form einfach nicht hinnehmen. Vielen Dank. Ich bin natürlich auch tief erschüttert und sollte es sich wirklich bewahrheiten, dass dies eine vorsätzliche Brandstiftung war, kann man nur sagen, ich hoffe, dass die Täter erfasst werden und das sind dann keine mehr, die eine Meinung äußern, sind Kriminelle, die ins Gefängnis gehören. Und hier mein Kollege Lewandowski schon sagte, wir werden auch heute noch mit dem Landkreis zusammensitzen, um Alternativen zu suchen, um die zu erwartenden Flüchtlinge unterzubringen. Das macht die Situation nicht einfacher, aber kann das nur wiederholen. Deswegen kann man nicht verzagen, wir werden auch weiterhin dafür eintreten, Leute, die Hilfe suchen, auch die Hilfe zu gewähren, die wir ihnen schuldig sind.